Herzlich willkommen und schönen guten Tag zu Ihrem 20. AIDA Primetime Magazin und das im 20. Jahr von AIDA. Und da passt es ja wie die Faust aufs Auge, dass ich gerade 20 geworden bin. Viel Spaß! Was? Sie haben mir das nicht geglaubt mit den 20 Jahren? Habe ich mich zu weit aus dem Fenster gelehnt? Einer, der sich sonst gerne weit aus dem Fenster lehnt, ist ja Philipp Guggenmoos, unser Entertainment Manager auf AIDA Prima. Gucken Sie mal, was der machen musste. Bitteschön. Morgen. Hallöle. Ich weiß nicht, was mich jetzt gleich erwartet. Ich bin hier auf der Brücke. Es ist morgens 9:30 und ich habe keine Ahnung und ich habe Angst. Morgen. Es gab ja hier Fragen zu unserer Sicherheitsoffizierin und dem Manöver. Sie hat ja heute ein sehr gutes Manöver hier gefahren und wollte dir jetzt auch noch mal ein bisschen die Brücke zeigen heute. Da musst du dich ein bisschen erstmal ankleiden hier, weil wir zeigen dir die Brücke von außen. Nee, ich habe Höhenangst. Und für was brauche ich die Rettungsweste? Fenster haben wir so ein paar Flecke, die könntest du eigentlich noch mal mit beseitigen. Bist du denn bereit? Nee. Ich probiere das natürlich. Ich kann nur nicht garantieren, wie weit es geht gleich. Viel Erfolg. Danke. So, Philipp, dann sieh zu, dass der gute Eimer nicht runterfällt, ne? Unser Entertainment Manager war ja am ersten Tag ein bisschen frech in der Primetime, speziell was Frauen auf der Brücke angeht. Unsere Sicherheitsoffizierin zeigt ihm mal die Brücke von außen. Ich rühre mich keinen Fleck mehr weiter, mir reicht das. Mir reicht das vollkommen. Ich habe jetzt einen Puls von 300. Nein. Ich gehe hier wieder rein, ich will hier wieder zurück. Nein. So, also ich krieg das wirklich nicht hin, ne? Mir ist schlecht, ich habe einen Puls von 200 und ich fühle mich hier draußen gerade, als würde es mich jeden Augenblick runterhauen. Ja, es ist alles überhaupt gar nicht lustig. Und sie lacht sich nach. Ich gehe wieder rein, ne? Schönen Tag! Unsere AIDA Luna ist ja auf Transreise und ist jetzt, nachdem sie in Grönland war, Sie erinnern sich an die fantastischen Bilder von letzter Woche, ist sie jetzt in New York eingelaufen. Und da haben wir wieder ein paar ganz, ganz tolle Bilder mitgebracht. Gucken Sie mal hier. Am 22.10. geht es jetzt weiter mit der nächsten Transreise für AIDA Luna. Dann fahren wir von New York nach La Romana. Und auch hier haben wir für Sie wieder ein unglaublich spannendes Paket zusammengestellt, unter anderem AIDA tanzt mit Mozzi Mabuse und Christian Pollanz. Gucken Sie mal, wie der sich freut. Hallo, hier ist Christian Pollanz und ich freue mich schon riesig auf die AIDA Tanzreise mit den tollen Gästen der AIDA Luna. Wir sehen uns in New York.
Außerdem haben wir Stefan Marquardt an Bord mit seinen jungen Wilden. Das ist nicht etwa eine Rockband, sondern das sind innovative, junge, fantastische Köche, die mit ihm zusammen die Gäste begeistern werden. Gucken Sie mal. Damals habe ich mit 4 Freunden eben die jungen Wilden ins Leben gerufen. Einfach mal die Leute ein bisschen zu schocken, ein bisschen zu provozieren, anders zu sein als die anderen. So quasi als Vater der jungen Wilden, wie man heute mehr sagt, fast Großvater der jungen Wilden, macht es Spaß, da ein bisschen mitwirken zu dürfen, eben auch in der Jury dabei zu sein. Und da gehört wirklich vom Handwerk her nicht nur, dass man kochen kann, sondern dass man die einzelnen Sachen beherrscht, ob das Sous-Vide-Garn ist, ob das Molekularküche ist, ob das asiatisch ist, ob das orientalisch ist. Und man sollte einfach ein Händchen haben, ein Thema da drum zu stricken. Das sollte man können. Die Produkte sollten das bleiben, was sie sind. Man soll sie ruhig schmecken dürfen. Und das ist Kochen. Und das kann der eine besser, der andere nicht so gut. Das Team an Bord hat es natürlich in sich. Es ist dabei Joachim Jaud, Matthias Bernwieser, Walter Drebel, Bastian Falkenroth, Max Eichinger. Außerdem aus der Jury der jungen Wilden dabei Bernd Arold, Christoph Brandt und natürlich meiner einer. Und ihr könnt euch darauf verlassen, dass wir den Laden richtig aufmischen werden. Und ich sage jetzt mal, das Kochen ist ja eins. Ich sage mal, Kochen ist 10%. Die Organisation, die Planung, der Umgang mit dem Team. Wie schaut mein Arbeitsplatz auf? Wie belastbar sind die in stressigen Situationen? Und das sind alles Themen, die da dazu spielen und dann einfach noch eine gute Performance abliefern und dann noch menschlich, witzig, frech, lustig rüberzukommen und wirklich auch mal sein Team in den Vordergrund stellen. Ich sage jetzt einfach mal, wie eine Zwiebel, eine Karotte, eine Zucchini im Vergleich zu Gänseleber, Hummer, Trüffel, Rinderfilet. Es hat alles den gleichen Wert. Und wenn man das schafft, allem die gleiche Wertschätzung entgegenzubringen, dann kannst du kochen. Und wenn du das noch jung, wild, anders, verrückt, durchgeknallt rüberbringst, dann hast du es drauf. Da ist natürlich die Herausforderung, alle zählen gleich und es ist ein gemeinsames, ein Miteinander. Ja, mal gucken, wer die Ellenbogen als erstes rausholt. Ja, ich meine, an Bord kochen und an Land kochen ist natürlich ein Riesenunterschied. Du musst halt alles dabei haben. Man muss die Würstchen nehmen, die da sind und muss die so braten, dass es einem gefällt. Also ich meine, die Gäste können sich wirklich richtig, richtig auf diese Fahrt freuen, weil es wird jeden Abend irgendwas passieren. Nummer eins wird jeder von den jungen Wilden und natürlich auch Bernd, Christoph und meiner einer ein Gala-Dinner im Rossini geben, wo sich die Gäste natürlich einbuchen können. Und außerdem werden wir natürlich gucken, dass wir die jungen Wilden im Weide-Welt-Restaurant in die einzelnen Stationen integrieren, dass die wirklich da nochmal alles geben, was sie drauf haben und natürlich direkt mit den Gästen kommunizieren können bei dem, was sie tun. Und natürlich in die abendlichen Shows beim Entertainment, wenn wir die Jungs auch mit einbinden. Auf jeden Fall wird es eine Reise, die es in sich hat und wenn ich als Gast dabei wäre, würde ich mich, glaube ich, noch mehr freuen, weil ich überall mit rein könnte und überall mitessen könnte. Und auf jeden Fall wird es der absolute Hammer. Ich freue mich schon riesig drauf. Und wenn Sie jetzt auf diese Reise noch so richtig Lust bekommen haben, dann weiß ich, es sind noch ein paar Restplätze frei, müssen sich beeilen. Auf www.aida.de oder in Ihrem Reisebüro finden Sie alle Informationen. Und für alle anderen jetzt die Verlockung der Woche. Auch ein richtig tolles Angebot. Viel Spaß. Wir starten unsere Reise in Dubai und fahren als erstes an der indischen Westküste entlang. Wir besuchen Mumbai, New Mangalore und Mormugao. Wieder gen Norden machen wir noch Halt in Muscat und Abu Dhabi und erreichen den Ausgangspunkt unserer Reise, Dubai. Und für alle, die jetzt gerade keinen Urlaub haben und mal von zu Hause aus mitreisen wollen, haben wir jetzt hier, wie immer am Ende, die Bilder der Woche. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wird es fern wie immer größer, bis es nicht zu halten ist. Lass dich von Gefühlen leiten. Wirst du die schönsten Orte sehen? Lass dich einfach mit uns.